Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Jawohl, Freunde, in der letzten Folge haben wir es ja endlich geschafft, den Zyklopen mal zu eliminieren, wegzuwischen, wie auch immer, wie ihr das sagen wollt, ist mir egal. Und wir machen den Supersprung, yeah! Und wir haben hier einen, ja, jemanden gerettet, der ein Schiff hat. Weil wir brauchen ja ein Schiffchen. Und mit diesem Schiffchen, also mit dem Mann, der dieses Schiffchen hat, wollen wir jetzt reden. So. Das hasse ich immer, dass die ewig da dranhängen. Obwohl die schon längst keinen Grund mehr hat, da dran zu hängen. Man wirklich jede Taste so lange drücken lassen muss, gedrückt halten muss, bis sie dann einfach mal loslässt. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Hafen, um mit dem Typen zu quatschen, dass wir endlich mit dem Schiff reisen können. Die Frage ist jetzt nur, gehen wir denn automatisch dahin, wo wir noch gar nicht hin wollen? So, hier haben wir noch ein paar Sachen. Die nehmen wir noch mit. Sehr schön. So, jetzt sind wir wieder. Wir gehen erstmal kurz zum Schmied. Ich mag den Schmied. Ehrlich, ich mag den. Der verbessert immer meine Rüstung. Ding, 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 ding. So, die Statue ist auch richtig geil, oder? Sieht irgendwie sexistisch aus. Kann mir nicht helfen. So, hier trotzdem noch keine weit. Ich dachte, dass hier mit der Zeit immer. Oh, entschuldige. Dass mit der Zeit immer mehr Nebenquests kommen. Auseinander. So, grüß dich, mein Freund. Grüß dich. Yeah, grüß dich. So, verbessern. Was haben wir da? Wir haben nämlich nur noch das und jetzt können wir das endlich verbessern. Sauber. So, haben wir noch irgendwas zum Gravieren? Hier zum Beispiel? Nee. Der Bogen? Nee. Hier? Nee. Hat man noch irgendwas, wo wir gravieren mussten? Also wo noch Platz auf jeden Fall frei war? Nee, haben wir nicht. Okay, prima. Da würde ich sagen, gravieren wir auch nicht. So, verkaufen. Ich würde sagen, das verkaufen wir. Weil die 6 Schaden. Ich mag diese Streitkolben nicht, ehrlich. Hatte ich auch schon in den Let's Play von Skyrim erzählt. Wer es noch nicht kennt, kann gerne mal reingucken. Und ich verkaufe immer die Fackeln, oder? Ist das richtig, dass ich hier immer alles verkaufe oder sollte ich lieber irgendwas aufheben? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und nicht, dass ich Blödsinn mache, aber wir brauchen ja Drachmen. So, gravieren. Ne, gravieren wollen wir schon. Kaufen. Einen Speer. Also der Speer ist schon geil. Jägerschaden. 5% Jägerschaden und 2% Kriegerschaden. Und wir können es noch gravieren lassen. Bogen. Macht auch 5 mehr Schaden wie den, den wir haben. Alter, willst du mich verarschen? Ehrlich jetzt. Bist raus. Ja, aber das ist viel zu teuer. Also ich bin jetzt am Überlegen, den Speer oder den Bogen oder beides. 2% Aufladetempo des Bogens. Oh, okay, krass. Aber Speer. Ich meine, der Speer schon geil, auf jeden Fall. Macht 6 Schaden mehr. Okay, nochmal der Bogen macht 5 Schaden mehr. Und er ist blau. Komm, kaufen den Bogen. Tun ihn gleich gravieren. Auswählen. Nochmal Attentatsschaden drauf. So. Jetzt haben wir. Warte Beehr mal. mich bald wieder. Ja, beehr dich, beehr mich bald wieder, genau. So, wo ist der? Ne, der hier, der blaue, ne? Das ist nämlich hier kein blauer, aber der ist blau. Deswegen ist das schon viel, viel geiler. Oh, der sieht ja gar nicht mal so hässlich aus, wie ich eigentlich dachte. Ich meine, der hier macht natürlich mehr her. Aber er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, geil, nice. So, dann haben wir ja hier noch einen Bogen. Schau. Und dann tun wir den auch noch, weil wir brauchen ja wiederum. Ich weiß gar nicht, kann man den jetzt verbessern? Ich grüße dich. Ja, nee, verbessern geht nicht. Okay, krass. Fehlt uns da irgendwas? Nee, den kann man einfach so nicht verbessern. Jetzt könnte man noch mit dem Speer arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ratsam ist. Gut, haben wir das Genieß geschafft. das Leben, bis Ja, bald. das Leben. Oh, das Leben. Du hast ja keine Ahnung vom Leben. Ja, doch, er hat, glaube ich, die meiste Ahnung vom Leben. So.
sprechen wir mal mit, ne? Vielleicht, ja, wenn du es bist. Warte! Och, Film. Warte auf mich, Cassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Nö. Kaffelinia ist dein Zuhause, du bist zu jung. Phoebe, du bist nicht alt genug. Ich kann nicht ständig auf dich aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Mhm. Selbst wenn das wahr wäre, es ist noch zu früh. Aber ich mache auch keine Umstände. Versprochen. Kinder. Warum wir nicht alle so? Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Rara. Rara? Mein Adler. Meine Freundin. Cool. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Oh, und so es ist schön. Fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Oh, so ein Ding würde ich mir auch hinstellen. Kannst du glauben. Danke, Phoebe. Geil. Die macht den doch kaputt. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ich komme nicht mehr nach Kaffelinia zurück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Mhm. Die kommt mit, kannst du glauben. Cassandra! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Partner geben sich die Hand. Daran erkennt man die wahre Geschäftsfrau. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Sie sollte sich doch aus allen Ärger raushalten. Naja. Bist du bereit? Gehen wir noch nicht? Gehen wir. Was passiert, wenn ich gehen wir mache? Fahren wir denn automatisch einfach irgendwo hin? Kommen wir nicht mehr her? Weil ich will ja... Ich brauche noch etwas Zeit auf der Insel. Ich komme, wenn ich soweit bin. Ich werde warten. Alles klar. Ich habe nämlich jetzt Angst, dass wir da drüben nicht mehr hinkommen. Okay, auf jeden Fall. Geil, mit diesem Schiff hier. Also ist das doch schon unser Schiff? Wird es unser Schiff? Oder sollte das dann mit unser Schiff sein? Oder irgendwie so, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich muss mal kurz gucken aufs Handy. Aha, okay, krass. Weiß. Egal. Weil ich mag nämlich... Das wirst du jetzt nicht glauben. Aber haben wir hier noch irgendwo was? Ich weiß nicht, wie das mit den Haien aussieht. Wie sieht das mit Haien aus, wenn wir unter Wasser sind? Können wir die, schaffen wir die Platz zu machen oder eher weniger? So, weil ich möchte hier doch noch alle Fragezeichen gerne wegmachen. Nehmt es mir nicht für übel. Da müssen wir hin. Okay, geil. Okay, es geht. Also wir können unter Wasser kämpfen. Alter, mit den Fischen ist das krass hier gemacht, ehrlich. Schatz plündern, ja. Aber ich muss erstmal hoch. Luft schnappen, nochmal frisch. So, genau. So, und jetzt nach unten. Tschüss. Oh, ich sehe einen Schlüpper. Mal wieder sehen wir den Schlüpfer. Zum Glück hat sie aber einen an, ne? So, dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Tun die Quallen weh? Ich weiß es nicht, na egal. Wir gehen wieder hoch. Okay, krass, den Ort haben wir abgeschlossen. Sehr nice. So. Jetzt schwimmen wir auf jeden Fall rüber, weil ich möchte dieses Rätsel, dieses Klangrätsel möchte ich gerne machen. Und dann schauen wir mal, dass wir da zu diesen Dings kommen.
Also wir machen jetzt alle Fragezeichen noch weg, die wir hier in der Nähe haben, weil ich denke mal, wir reisen dann rüber zu einer großen Insel, wo wir erstmal eine Weile bleiben müssen und dass wir wieder wegkommen. So. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Feinde wiederkommen. Das möchte ich gerne noch wissen. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem unentdeckten Ort. Das ist immer noch so eine Frage, die ich noch nicht rausgefunden habe. In Skyrim zum Beispiel, also die Elder Scrolls 5 Skyrim, ist es ja so, hast du die Feinde platt, kommen die ja nicht wieder. Was ich ja persönlich auch richtig nice finde, weil dann weiß man, dass man das hat, ne? Ach man. Hätte ja sein können, dass es klappt. Oh, cool. Hat er jetzt einen Wolf platt gemacht? Höhle der Nymphen. Oh oh. Der hat einen goldenen Helm. Okay. Okay. Schatz plündern. Okay, der Schatz ist da in der Höhle. Die Frage ist jetzt, wie viele Feinde gibt es denn hier? Okay, ich habe schon einen Plan. Und wie wir das am besten jetzt hier anstellen. Oder auch nicht. Der Schuss kam von hier. Keiner da? Seid vorsichtig, dieser Schütze schießt fast so gut wie ich. Ich möchte ja den mit dem goldenen Helm möchte ich gern platt machen. Ja, komm her, komm her, komm her, komm. Put, 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 put. Ich sehe nach, was das war. Alles klar. Die Frage, die sich jetzt mir nur stellt, ist, ist hier noch einer? Ja. Gibt es jetzt hier noch Leute da drin oder eher weniger? Weil ich könnte mal glatt vermuten, dass dann... Okay. Okay, krass. Dass da noch einer ist. Dass da noch welche drin sind, so rum.
brauchst du Licht, hast du deinen Bereichen. Okay, anscheinend ist hier doch keiner mehr drin, oder? Nö. Okay, krass. Geil. Gut. Sauber, eine Kriegssense. Ach du Scheiße. So, dann haben wir diesen, diese Höhle auch erledigt. Oh, ja, sehr nice. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice, sehr, 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 sehr nice. Ach, wieder ein Pfeil noch mit ihnen. So. Jetzt schauen wir mal. Ganz Ziegen, ey. Ach, jetzt auf einmal können wir ihn durchsuchen, oder was? Hat eine Weile gebraucht, er den Eisenbrocken ausgekackt hat. So, genau. Jetzt geht's nämlich nach da. Und da ist nämlich dieses Rätsel. Was ich ja so sehnlich machen möchte. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ein paar Minuten haben wir ja sowieso noch. Und wir lassen jetzt auch mal die Ziegen Ziegen sein. Ich könnte die jetzt alle abschießen, aber zu welchem Preis und warum? Da oben, da sehe ich auch noch was. Rechts oben. Da ist auch noch irgendwas. Hier ist auch noch was. Die Frage ist, sind jetzt hier überall... Ach nein, ehrlich? Ist ja krass. Ja, seid doch froh, dass ich euch geholfen habe. Könnte ja wohl nicht wahr sein. Ein Schweinehof. Okay, krass. Okay, hier ist auch noch ein kleines Dörfchen. Oh, hier hängen Fische. Oh, Alter. Oh, das Traum eines jeden Anglers. Ganz zu glauben, so riesen Fisch mal rauszuziehen. Geil. Oh, die haben irgendwie so einen Rotschimmer. Kommt wahrscheinlich von der Sonne. Oh, cool gemacht. Geil. Krass. Ehrlich. So, wir gehen trotzdem jetzt dahinter zu diesem Ziegenhof. In der Hoffnung, dass es auch ein Ziegenhof ist. Erstmal einen beschützt hier. Wir beschützen die Armen und Schwachen. Was ist los, meiner? Hast du irgendwas gesehen? Nee, das ist aber auch nicht dieser Ziegenhof, oder? Banditenlager. Na toll. Von dort drüben. Na toll. Ich seh sie. Oh Mann. Ich seh's gleich kommen, dass ich gleich sterbe, Alter. Ciao. La 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 la. Wieso der die nicht getroffen hat? Ja, das ist, eigentlich wurde mir angezeigt. Oh, geil, Kopfschuss, weg ist er. Aber ja, eben nicht. So. Es klappt halt nicht immer, ne? Und manchmal will man dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, schon wieder, Alter. Die laufen dann aber auch immer voll weg, wenn genau in dem Moment, wo sie drin hast. Oh, ich könnte den... Oh, der bleibt nicht stehen, der Sack. Das ist das große Problem, was ich habe. Oh, die Fliege, ey. Furchtbar. Ich muss hier irgendwie mal die Fliege weg... Siehst du? Siehst du? Da. Mr. Miyagi. So. Schön ruhig sitz. Alter. Miyagi ist ein Scheißdreck gegen mir. Nein, um Gottes Willen.
Freunde. Achso. Na gut, haben wir das auch überlebt. So, jetzt müssen wir noch einen Schatz plündern. Ich mache mich unsichtbar. Naja, mach das mal. Oh, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ort abgeschlossen. Wisst ihr, was mir auffällt? Dass dieser Ziegenhof, wo wir hin müssen, ja gar nicht hier aufgeführt wird. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt müssen wir den noch irgendwie suchen, aber Norden. Wir sind ja fast im Norden. Das heißt, wir sind ja nicht mal weit weg davon. Kann man hier die Bäume nehmen? Ich bin mal gespannt, wann wir die neuen Pfeile kriegen. Okay, höre ich schon mal Ziegen? Sauber, Olivenholz. Okay, Ziege. Danke. Super gemacht, meiner. Super gemacht. Ich finde den Adler so geil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Respekt. Respekt zu den Adler. Mäh. Das Jagen gehört ja nun mal dazu, ne? Das ist nun mal so bei dem Spielen. Das ist ja wie bei Assassin's Creed. Das ist ja wie bei Skyrim. Da musst du ja eigentlich auch jagen. Ne? Wir brauchen ja da auch noch diese 10 Bärenpelze. Hätten wir eigentlich, aber wir wollen lieber die Höhlenbärenpelze nehmen. Bärenpelze. Weil. Das könnte ich eigentlich. Wieso erzähle ich ja von Skyrim? Frage ich mich trotzdem, wo dieser Ziegenhof sein soll. Den Schweinehof hatten wir ja, aber diesen Ziegenhof, ne? Oh, hier, Holz. Holz brauchen wir ganz viel. Falls uns mal die Pfeile ausgehen, dass wir mit diesem Holz dann herstellen können. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wir sind ja eigentlich nordwestlich. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht ist. Aber hier war doch auch noch was, warte. Hier, wir sind doch genau hier. Ziegenhof, wir sind doch hier. Hier können wir stehlen, okay, krass. So, von einer geschlachteten Ziege. Hier können wir nur stehlen, stehlen wollen wir aber nicht. Von einer geschlachteten... Hier, hier. Yeah! Tödliche Anziehung und Kefalenia, wenn du dich auf die Reise machst. Okay, das ist genau das gleiche. Rätsel gelöst. Sehr nice, sehr nice. Seht ihr, da haben wir das Rätsel auch noch gelöst. Und ja. Jetzt haben wir also weit auch eigentlich alles hier abgeschlossen auf der Insel. Jetzt fehlt uns nur noch die eine Nebenquest mit den Hai. Das würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten Folge an. Ne? Hier haben wir denn noch weiches Leder. Dann machen wir nämlich eine Schnellreise. Wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken jetzt nochmal alles durch. Wir haben es schon 15 Uhr. Ja, heute ist 15 Uhr. Also jetzt ist 15 Uhr. Die haben gleich ausgeschlafen. Ja, die anderen beiden. Und dann gibt es ja auch gleich Kaffee. Ne? 15 Uhr ist Kaffeezeit. Eigentlich. Manchmal auch ein bisschen später. Manchmal auch ein bisschen eher. Kommt immer drauf an. Okay, auf der Insel, wie ich sehe, haben wir alles fertig. Und... ja, dann bleibt uns ja nur noch echt diese... Also, hier haben wir noch was, den wir noch nicht entdeckt haben. Das müssen wir noch machen. Und dann war irgendwo ja noch diese Nebenquest. Da schauen wir mal, dass wir das auch noch machen, bevor wir dann hier mit dem Schiff reisen. Weil das ist ja nur die kleine... Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, wo es uns als nächstes hin verscharrt. Weil wenn ich mal gucke, hier drüben ist alles so klein. Ja, halt, ne, hier, ich denke mal, nach hier müssen wir 6-9... Und dann geht es wahrscheinlich noch da weiter. Und ach du Scheibenkleister, ehrlich. Wahnsinn.
Leute, Wahnsinn. Und dann hier noch mit Haufen Inseln. Alter, sind die verrückt. Sind die verrückt? Das sind ja hier 10.000 Folgen vom Let's Play. Nee, ohne Scheiß, geil. Und ich habe hier schon eine Menge zu tun. Das hätte mir schon vollkommen gereicht. Aber nein, um Gottes Willen. Ja, eigentlich schon. Hätte mir eigentlich gereicht, aber das finde ich schon echt geil. So, jetzt gehen wir noch ins Inventar, ob wir irgendwas Neues haben. Weil hier siehst du Waffen. Ja, da haben wir diese doppelte, ne, diese schwere Klingen. Mag ich ja überhaupt nicht. Schwerer Stab, genauso wenig. Ja, dann hier mal gucken. Ciao. Warte mal, kann ich die ja nicht auch zerstören? Das kriegen wir noch raus. Olivenholz und Eisenbrocken, naja. Ja, okay, Oliven, das Holz ist schon mal nicht schlecht. Boah, die Eisenbrocken, ja, die kannst du dir sparen. So, und dann haben wir nämlich hier noch... Ne? Irgendwo im Wasser muss eine Marmorstatue sein. Und da kriegen wir dann das letzte Rätsel dann. Hätten wir auch alle Rätsel komplett hier abgeschlossen. Also wie gesagt, das möchte ich schon schaffen. Ja, dass wir das irgendwie alles noch fertig machen. Fähigkeiten haben wir natürlich im Moment noch keins. Stufe 7 sind wir auch noch nicht. Tja, Freunde. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Und ihr wisst, was in den nächsten Folgen auf uns drauf zukommt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.